Einen wunderschönen Sonntag zusammen. Heute mal ein paar Neuigkeiten von mir, auf meinem Kanal. Ich möchte euch einen kleinen Ausblick geben, wie es hier bei mir auf dem Kanal weitergeht und was ich so vorhabe. Und bei uns strahlt die Sonne im Augenblick. Es ist ein schönes Wetter und es macht schon Spaß, ein bisschen draußen zu sein. Es ist ein bisschen düstig, aber das legt sich später oder es kommt der Regen, das wird sich zeigen. Ich suche mir jetzt erstmal ein nettes Plätzchen und dann können wir ein bisschen plaudern. So, wir gehen jetzt erstmal ins Clubhaus hier, das heißt zu unserem Pool. Hier ist gerade keiner. Und da werde ich mich jetzt mal hinpflanzen und ein bisschen die Sonne auf mich scheinen lassen. Und dann sage ich euch gleich, was wir machen. Ich bin im Augenblick relativ viel mit Arbeit eingedeckt. Das heißt, wir haben ein neues Geschäftsmodell entwickelt, was noch nicht am Laufen ist, was aber geplant ist. Das heißt, ich werde relativ viel nachts unterwegs sein eigentlich, was natürlich die Leute auf Facebook dann irgendwie freuen wird, weil ich dann endlich mal bei denen bin, in meiner eigenen Gruppe. Ist auch was Feines. Der negative Effekt ist, dass ich dann halt tagsüber schlafen muss. Deswegen wird es jetzt in Zukunft erstmal wenig Häkelvideos von mir geben, weil ich schlichtweg einfach keine Zeit dazu habe. Alle, die meinen Kanal abonniert haben, wegen dem Häkeln, die muss ich dann vertrösten. Wenn ich Zeit habe, werde ich es machen, aber im Augenblick sieht es halt ein bisschen schlecht aus, weil irgendwie muss halt ein bisschen Kohle reinkommen, logischerweise. Und von daher gesehen, mir ist das wichtiger, mein Geschäft aufrecht zu halten, weil wir haben zwar ein Modell, beziehungsweise zwei, wo die Leute vorher bestellen müssen bei mir. Das läuft ganz gut. Die bestellen dann ein, zwei Tage vorher bei mir. Doch wir haben jetzt neuen Plan, dass wir auch Einzelteile verkaufen und über verschiedene Lieferservice. Das heißt, ich muss Teile vorproduzieren und irgendwann am Tag kann dann irgendeiner bestellen bei mir und holt sich ein Teil ab, beziehungsweise lässt sich es liefern. Und wie gesagt, dazu muss ich halt eben nachts arbeiten und dann ist mir das unmöglich, dann halt irgendwo dann noch nebenbei irgendwo ein Häkelvideo zu machen. Das funktioniert einfach zeitlich nicht, weil jeder weiß das. Man muss auch schlafen und bei uns ist halt die gegeben, dass es nachmittags in der Regel immer regnet. Das heißt, auch bei mir im Haus trotz Licht wird es dunkel sein und das macht es relativ kompliziert. Aus diesem Grund habe ich mir überlegt, dass ich jetzt auf diesem Kanal mehr so Daily Vlogs mache. Das heißt, ihr bekommt eigentlich mehr Videos von mir, so über meine Gedanken, was bei mir so los ist, was mich stört irgendwo, was auf der Welt passiert und drum und dran. Was ich auch mache, ich werde euch auch Dinge zeigen, die ich mache. Einfach so ein bisschen mehr persönlich meinen Kanal gestalten und ich hoffe, euch wird diese Idee dann gefallen. Weil ich habe ja doch ein bisschen was zu tun immer und mir springen auch so viele Sachen durch den Kopf, die ich dann irgendwo auf sozialen Medien sehe oder lese. Und ich denke mir, das wird auch relativ interessant. Dafür war dieser Kanal eigentlich gedacht, wo ich ihn gestartet hatte. Und von daher gesehen, jetzt gibt es halt mehr Videos in diesem Stil. Gefällt mir auch besser, weil das ist unkomplizierter zu machen, solche Videos. Und die kann ich zwischenzeitlich immer mal machen. Und wie gesagt, die Häufigkeit, Intervall, ab und zu wird es mal 3-4 Videos pro Woche geben. Ab und zu dann halt nur eins. Das kommt halt immer darauf an, wie ich mit der Arbeit eingebunden bin. Wir waren gestern unterwegs und haben uns eine Brotknetmaschine gekauft. Und die werde ich jetzt gleich testen. Da werdet ihr auch sehen, was ich da produziere für meine Kunden. Ich werde euch das gleich zeigen jetzt. Wir gehen jetzt gleich nach Hause und dann legen wir los und dann zeige ich euch, was ich heute den ganzen Tag noch so treiben werde. Aber ich zeige euch jetzt erst nochmal das Clubhaus hier. Hier haben wir Tischtennisplatten, ein paar Sportgeräte und schaut mal hier. Hat sich ein Mietzielein. Hat sich hier
verewigt. Die fühlt sich ganz gut, hier ist angenehm. Das kann ich alles frei nutzen hier bei uns. Hier sind solche Sitzgelegenheiten halt eben, wo man draußen sitzen kann. Und im Hintergrund seht ihr halt eben unseren Pool. Aber jetzt geht's wirklich nach Hause. Und da sind wir am Brotbacken. Und das ist meine neue Maschine hier. Hab einen schönen Timer hier neben, wie ihr sehen könnt. Zum Brotbacken benutze ich Stufe 1 oder 2. Und bin gespannt. Gestern habe ich es mit Brötchen probiert. Das ging wunderbar. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob das auch mit dem Softbrett funktioniert. Bin gespannt. So schaut mein Teig aus. Und den lasse ich jetzt eine Stunde gehen und mal gucken, wie er so ausschaut danach. So, ich bin jetzt am Abendessen vorbereiten. Bei uns wird gegrillt heute Abend. Ich mache gerade Nudelsalat und werde jetzt hier mein Fleisch marinieren. Dazu habe ich dieses hier. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist ein chinesisches Gewürz, ein bisschen schärfer, aber hat auch ein bisschen Räuchergeschmack. Und da geht jetzt mein Hühnchen dazu. Mein Hühnchen habe ich jetzt erstmal mit ein bisschen Salz und süßem Paprikapulver gewürzt. Und hierzu kommt jetzt einfach so ein bisschen von dieser Barbecue-Soße drüber. Sollte nicht so viel sein. Und das Ganze wird jetzt schön eingerührt. Und dann lasse ich das so einige Stunden marinieren. So 5-6 Stunden. Und da bin ich gespannt, wie das dann nachher schmeckt. Aber dann seid ihr natürlich auch dabei. So, meine Nudeln sind gekocht. Ich habe jetzt ein bisschen Salz und Pfeffer dazu gegeben. Und hier in der Pfanne habe ich Würstchen klein geschnitten, in ein bisschen Olivenöl, angedünnt, angebraten, mit Zwiebeln und Paprika, von jeder Farbe ein bisschen was. Und das Ganze geben wir jetzt dazu. Ist da ein bisschen Olivenöl mit dabei, ist das richtig gut, das macht überhaupt nichts. Kann ruhig sein. Und das gebe ich jetzt hier einfach hier rein. Und dann werde ich das Ganze gut vermischen hier. Als Dressing kommt jetzt hierzu einfach ein bisschen Mayonnaise, so viel wie ihr braucht. Ich nehme hierfür in der Regel einen Esslöffel. Dann etwa einen Esslöffel helle Sojasauce. Dann braucht ihr Ketchup. Ihr hättet das natürlich auch vorher schon vermixen können. Dann nehme ich auch ungefähr einen Esslöffel für. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Senf. Da kann noch ein bisschen mehr. Okay. Das Ganze frühren wir jetzt halt einfach mal ein bisschen, so dass überall ein bisschen was hinkommt. Und das Ganze stelle ich jetzt in den Kühlschrank zu meinen Hühnchen. Und das wird dann heute Abend, wird es dann zum Grillen serviert. Eine der Spezialitäten hier im Land ist die Kombination aus Schokolade und Keksen. Und da seht ihr, was aus meinem Teig geworden ist. Und ich fülle jetzt einfach ein paar Schokostreusel hier rein. Da reicht ein Esslöffel. Im Besten ist das nicht ganz so beliebt, aber ich habe es vorher auch nicht gekannt und ich habe es einfach lieben gelernt hier. Und wir geben hier einfach so eine Reihe Schoko hin. Und hier verteilen wir den Käse. Der sollte schon ein bisschen bis nach oben rein. Ich gebe hier noch ein bisschen mehr dazu. Wichtig ist, dass ihr den Rand frei lasst. Jetzt klappt der das hier so ein bisschen hoch. Und dann lässt sich das locker einrollen. Wenn euch das Rezept interessiert, kommt zu mir in die Facebook-Gruppe. Ich werde euch die unten verlinken, wie immer. Da findet ihr alle meine Rezepte. Und da könnt ihr nachschauen, könnt es nachlesen, wer es nachbacken möchte. So, wir verschließen das, hier die Naht gut verschließen. Wir rollen das noch ein bisschen und jetzt lege ich mir das aufs Backblech. So schauen die fertigen Teilchen aus. Diese hier runden hier, die sind gemacht nur mit Schoko innen drin. Alle anderen, wie ihr gesehen habt, sind mit Käse gemacht.
Ich kann die jetzt noch nicht anfassen, die sind jetzt noch ein bisschen heiß hier. Aber wenn ihr das später auf Foto sehen wollt, wie gesagt mit Rezept, findet ihr die in meiner Facebook-Gruppe später. Und jetzt heißt es ein bisschen entspannen, die Teilchen hier genießen und dann schon können wir uns schon langsam aufs Abendessen freuen. Da freue ich mich ganz besonders drauf und das wird auf jeden Fall lecker. Meine Teile sind super lecker geworden, bin begeistert davon und jetzt heißt es erstmal Käffchen trinken und ein bisschen entspannen, liebe Freunde. So ihr Lieben, ist angerichtet. Jetzt warten wir hier hinten jetzt nur noch, bis mein Fleisch fertig wird, beziehungsweise mein Hühnchen. Heute einfach nur mein Hühnchen, nichts anderes mit dazu, weil es schon spät ist. Wisst ihr, ich will jetzt noch dick werden. Hier habe ich noch ein paar aufgebackene Brötchen von gestern. Mein Nudelsalat schaut so aus. Sieht man jetzt ein bisschen schlecht mit dem Paprika drin, aber ich denke mir, ihr bekommt das. Und mal sehen, wie das Ganze dann später aussieht auf meinem Teller. Und schaut mal, wie lecker das hier ausschaut. Ich kann es kaum erwarten, das hier zu essen. Einfach ein Traum. So schaut das Ganze auf meinem Teller aus. Und ich werde mir das jetzt erstmal schmecken lassen. Hier sieht man auch schön die Paprika, aber das ist so lecker. Und schaut mal hier das Hühnchen. Oh, yum, yum. Ich schaue dann jetzt erstmal rein, Leute. So ihr Lieben, ich habe fürstlich diniert, schon spät geworden, mittlerweile knapp 8:30. Wie gesagt, alle Rezepte findet bei mir in der Kochgruppe. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend und ich denke, wir sehen uns morgen schon wieder. Dann nehme ich euch mit, dann machen wir wieder einen kleinen Vlog. Ansonsten habt noch eine schöne Zeit, kommt gut in die neue Woche, macht's gut ihr Lieben und tschüss.